Wer aktuell die Nachrichtenlage verfolgt, der erlebt möglicherweise so eine Art Déjà-vu. Es wird nämlich momentan wieder sehr viel über das Thema Migration gesprochen, fast schon so intensiv und so kontrovers wie damals, 2015, zum Höhepunkt der damaligen Flüchtlingskrise. Damals kamen bekanntermaßen fast 900.000 Menschen nach Deutschland und aus anfänglich großer Hilfsbereitschaft wurde wenig später eine hitzige Diskussion darüber, wie viel Hilfsbereitschaft dieses Land denn eigentlich leisten oder aushalten kann. Diese Diskussion ist längst zurück. Hier mal exemplarisch eine Wortmeldung unseres Justizministers Marco Buschmann von der FDP. Der schrieb diese Woche auf X, früher Twitter: Zu lange sind zu viele Menschen zu uns gekommen, die kein Recht dazu hatten und vom Sozialstaat leben. Und weiter: Unsere Hilfsbereitschaft ist groß, aber unsere Kräfte sind begrenzt. Daher müssen wir sie auf diejenigen konzentrieren, für die sie nach unserem Recht vorgesehen sind. Irreguläre Migration muss zurückgedrängt werden. Ähnliche Töne gibt es auch von anderen Parteien, zum Beispiel von der CDU. Erinnert euch vielleicht noch an den viel kritisierten Zahnarztspruch von Friedrich Merz. Aber auch der Bundeskanzler Olaf Scholz sagte kürzlich dem Spiegel: Wir müssen mehr und schneller abschieben. Wer sich nicht auf Schutzgründe berufen könne und keine Bleibeperspektive habe, müsse gehen. In dieser Woche gab es sogar eine Entscheidung in Sachen Migration. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, bestimmte Asylbewerberinnen und Bewerber schneller abzuschieben. Neue Regelungen gibt es auch bei den Leistungen, die diese Menschen in Deutschland erhalten. Für uns ist das ein guter Anlass, dieses Thema, diese Kontroverse, mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Was ist denn eigentlich gerade das Problem mit der Migration? Kommen wirklich gerade so viele Menschen nach Deutschland, wie das in der Debatte den Anschein macht? Und wenn ja, war da nicht noch was mit Fachkräftemangel oder so? Brauchen wir nicht sogar Arbeitskräfte aus dem Ausland? All das versuchen wir in diesem Video mal ein bisschen aufzudröseln. Hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland und das ist R&D erklärt. Hier blicken wir regelmäßig auf die manchmal ganz schön komplizierte Nachrichtenlage und erklären die Hintergründe verständlich und einfach. Wenn ihr auch was lernen wollt, abonniert gerne diesen YouTube-Kanal und drückt die Glocke. Fangen wir zunächst einmal mit ein paar Zahlen zur Einordnung an. Denn bevor wir über dieses Thema reden, sollten wir vielleicht erstmal wissen, wo stehen wir denn überhaupt in dieser Debatte? Wie viele Menschen kommen überhaupt gerade nach Deutschland und wo kommen die eigentlich her? 2022, so viel ist klar, wurden in Deutschland 240.000 Asylanträge gestellt. 2023 waren es bislang schon 250.000 und das Jahr ist ja bekanntlich noch nicht mal rum, also schon eine deutliche Steigerung. Allerdings ist all das keineswegs mit dem vergleichbar, was zum Beispiel 2016 passiert ist, dem Höhepunkt der damaligen Flüchtlingskrise. In dem Jahr wurden nämlich 750.000 Anträge gestellt. Das ist bislang Rekord und fast dreimal so viel wie aktuell. Insgesamt leben derzeit rund 3,3 Millionen Flüchtlinge in Deutschland. Das geht aus einer Regierungsantwort auf eine Linken-Anfrage im Sommer dieses Jahres hervor. Ja, und wo kommen diese Leute her? Nun, der größte Teil kommt nach wie vor aus Syrien. Ein Land, in dem nach mehr als 12 Jahren Bürgerkrieg die Lage immer noch sehr instabil ist. Die zweitgrößte Gruppe stammt aus Afghanistan, wo sich die Situation bekanntlich nach der Machtübernahme der Taliban 2021 massiv verschlechtert hat. Und auf Platz 3 und 4 der Asylbewerberstatistik stehen Staatsangehörige des Irak und der Türkei. Was man zur Einordnung dazu sagen sollte: Ukrainische Flüchtlinge, die sind in diesen ganzen Statistiken nicht enthalten, weil sie in Deutschland keinen Asylantrag stellen müssen. Im Sommer dieses Jahres sollen sich laut Eurostat, dem Statistischen Amt der EU, rund 1,15 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland aufgehalten haben. Gut, das sind also die Zahlen der offiziell registrierten Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Was in dieser ganzen Debatte aber auch eine sehr große Rolle spielt, ist die sogenannte irreguläre Migration. Das bedeutet, Menschen kommen einfach so unerlaubt ins Land, zum Beispiel über die Grenze von Polen oder Tschechien. Auch dafür gibt es Zahlen. Zwischen Januar und August waren das in diesem Jahr etwa 70.000 Menschen. Auch das ist mehr als im Vorjahr im selben Zeitraum. Da waren es knapp 45.000.
Nicht ganz uninteressant ist auch, auf welchem Wege diese Menschen in die EU und nach Deutschland kommen. Es gibt bekanntermaßen verschiedene Fluchtrouten, zum Beispiel über die Balkanroute oder die gefährliche Flucht übers Mittelmeer oder aber über Belarus. Über diese Route hat die Einreise zuletzt stark zugenommen. Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte Anfang Oktober der Augsburger Allgemeinen, viele spreche dafür, dass Flüchtlinge bewusst von Russland über Belarus in die EU eingeschleust würden. Mützenich nennt das eine hybride Kriegsführung seitens Wladimir Putin. Das Ziel sei, Europa zu destabilisieren. Also, je mehr Streit und Krach wir wegen der Flüchtlingsdebatte in diesem Land haben, desto besser für Russland. Interessant an diesen ganzen Statistiken ist auch, Deutschland ist tatsächlich das Land in der EU, in dem die meisten Asylanträge gestellt werden. Fast 30% nämlich. Das sind fast doppelt so viel wie in Spanien, 17%, oder Frankreich, 16%. Dahinter folgen Österreich und Italien. Warum das so ist, darüber wird momentan auch groß diskutiert. Man spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten Pull-Faktoren. Das bekannteste Beispiel ist die Aussage von Friedrich Merz. Flüchtlinge würden hier hinkommen, um sich dann die Zähne neu machen zu lassen, während wir alle keine Termine mehr bekommen, was durch diverse Faktenchecks widerlegt wurde. Ich verlinke euch dazu mal einen Artikel in der Infobox. Oder aber auch die Befürchtung, Flüchtlinge hätten es auf unseren Sozialstaat abgesehen, um diesen dann auszubeuten. Expertinnen und Experten halten das für eher unwahrscheinlich. Jens Schneider vom Institut für Migrationsforschung der Uni Osnabrück sagte kürzlich zum Beispiel in einer Talksendung des NDR, es sind definitiv nicht die Sozialleistungen, die die Menschen nach Deutschland ziehen. Was sicherlich eine Rolle spielt, Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Deutschland ist ein großes, bekanntes, wirtschaftsstarkes Land. Und wenn ich auf der Suche nach einer Perspektive bin, dann ist der Gedanke nicht so weit weg zu sagen, ich gehe in ein Land, wo solche Perspektiven vorhanden sind. Ein anderer Pull-Faktor sind schon vorhandene Communities. Sehr viele haben eben Verwandte, die als Ärzte, als Studis irgendwann nach Deutschland gekommen sind. Und dann ist das vielleicht sogar der allerstärkste Pull-Faktor, zu sagen, ich gehe irgendwo hin, wo mich jemand aufnehmen kann, wo mir jemand sagen kann, wie es läuft und wo es lang geht. Gut, das sind jetzt erstmal die Zahlen derjenigen, die zu uns kommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die auch bei uns bleiben dürfen. Asyl bekommt zunächst einmal nur derjenige, der politisch verfolgt wird. Das gilt für Menschen, denen etwa Folter, Todesstrafe oder willkürliche Gewalt in einem bewaffneten Konflikt drohen. Wer aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, also etwa aus den Westbalkanstaaten, Ghana oder Senegal, der hat in der Regel keine Chance auf Asyl. Auch wenn die Person eine Gefahr für die Sicherheit in Deutschland darstellt, werden Asylanträge abgelehnt. Ende 2022 lebten in Deutschland rund 304.000 Menschen, die ausreisepflichtig sind, allerdings auch 248.000 mit einer Duldung. Das bedeutet, diese Menschen können zunächst nicht abgeschoben werden, zum Beispiel, weil sie krank sind, ein minderjähriges Kind haben oder kein Ausweisdokument. So eine Duldung allerdings ist immer nur befristet. In diesem Jahr, bis zum Sommer, hat das Bundesamt für Migration, das BAMF, über 175 Asylanträge entschieden. 91.000 Menschen wurde demnach Schutz zugesprochen. Das entspricht etwa 52%. Rechnet man da aber diverse formelle Dinge raus, ist eine bereinigte Schutzquote von etwa 71% eher realistisch. So, das ist jetzt also erstmal die Ausgangslage. Wir sehen, ja, es kommen durchaus mehr Menschen nach Deutschland. Jetzt ist die große Frage, was für Probleme bringt das denn mit sich? Und es gibt durchaus ein paar Schwierigkeiten bei der Sache. Problem Nummer 1. Der Wohnraum wird knapp. Der Norddeutsche Rundfunk hatte schon Anfang des Jahres darüber berichtet, dass die Behörden in Schleswig-Holstein mit der Unterbringung der Geflüchteten an ihre Grenzen kommen. Mittlerweile sei die Stimmung vielerorts alles andere als gut. Der Bürgermeister der Gemeinde Kronshagen in Gosandam sagte dem Sender, man habe Flüchtlinge von Anfang an mit offenen Armen empfangen. Das Engagement sei groß. Verbände, Ehrenamt und Verwaltung arbeiteten gut zusammen. Trotzdem spüre ich in der Bevölkerung, dass etwas ins Rutschen gerät, so der Bürgermeister. Auch andere Bürgermeisterinnen und Meister der Region fordern eine, Zitat,
Atempause. Auch Kiel hat ein Problem. Die Kieler Nachrichten berichteten kürzlich, dass in der Stadt die Wohnungen für Studierende knapp würden. Die Flüchtlingshilfe vor Ort wurde daraufhin zunächst ausgesetzt. Ähnliche Klagen gibt es auch aus anderen Regionen. Im Kreis Diepholz in Niedersachsen etwa werden Obdachlosenunterkünfte für die Unterbringung genutzt, berichtet die Kreiszeitung. Außerdem sucht die Stadt nach Wohnungen. Keine leichte Aufgabe, denn der Wohnungsmarkt ist angespannt. Ähnliche Meldungen gibt es auch aus Dortmund, aus dem Münsterland, aus Cloppenburg, aus Bremen oder auch aus Regionen in Sachsen-Anhalt. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, sagte der Tagesschau, ein großer Teil der Städte und Gemeinden ist längst über der Leistungsgrenze bei Unterbringung, Versorgung und Integration. Gleichzeitig steigen die Zuzugszahlen weiter und dementsprechend auch die Kosten. Mit dieser Wohnungsnot geht auch ein weiteres Problem einher. Denn diejenigen, die sich um die Flüchtlinge kümmern, auch die sind inzwischen an ihrer Belastungsgrenze. Problem Nummer 2. Helfer kommen mit der Arbeit kaum hinterher. Ein exemplarisches Beispiel aus dem Landkreis München. Die Süddeutsche Zeitung hat Ende Oktober über die dortigen Helferkreise berichtet, die sich seit Jahren um Flüchtlinge kümmern. In der Gemeinde Haar zum Beispiel könne man die Menschen nicht mehr in dem Maß unterstützen, wie sie gerne würden, oder gar nicht mehr. Die aktuelle Belastung sei grenzwertig, erzählt eine Helferin der Zeitung. Eine Kollegin aus dem benachbarten Gräfelfing berichtet von einer, Zitat, dauerhaft hohen Belastung. Im Kreis Reutlingen in Baden-Württemberg teilt eine Sprecherin des Landkreises dem SWR mit: In unserem Landkreis und darüber hinaus erleben wir einen Erschöpfungsgrad in unserer bereits vielfältig belasteten Gesellschaft. Es gäbe weiterhin viele Personen, die sich tatkräftig im Haupt- und Ehrenamt engagierten. Allerdings sind sie seit vielen Jahren aktiv und kommen ebenfalls an ihre Belastungsgrenze. Eine aktuelle Umfrage der Universität Hildesheim und des Mediendienstes Integration ergab kürzlich, rund 40% der Kommunen sehen sich angesichts der neuen Flüchtlingswelle überlastet. Rund 60% beschreiben die Lage als herausfordernd, aber noch machbar. Problem Nummer 3. Die Integration kommt zu kurz. Auch hier ein Beispiel von Flüchtlingshelferinnen und Helfern aus München. Früher haben wir jedes Kind zur Schulanmeldung begleitet und uns mit den Lehrern ausgetauscht, welche Unterstützung es braucht, erzählt eine Helferin der Süddeutschen Zeitung. Heute müsse sie abwägen, welches Kind schafft es eventuell allein, bei wem ist der Bedarf größer. Es passiere immer wieder, dass Geflüchtete mitten im Ort auf sie zukämen und fragten, ob es nicht jemanden gäbe, mit dem sie Deutsch lernen könnten, sagt die Frau der Zeitung. Ich muss sie dann leider abweisen. Der Landrat Frank Steffen des Landkreises Oderwald-Spree sagte dem Portal T-Online, das Kernproblem ist, dass wir fast ausschließlich damit zu tun haben, neue Unterkünfte zu organisieren. Die Integration kommt zu kurz. Spinnt man all das mal weiter, dann sind das wirklich keine besonders guten Voraussetzungen für eine gelungene Integration. Und das ist ja auch eine der Hauptbefürchtungen von Kritikerinnen und Kritikern, dass sich dann eben Parallelgesellschaften bilden, dass die Menschen sich nicht mit unseren Normen oder Werten identifizieren können oder wollen. Ein anderes Problem bei der Integration, das ist die Sache mit dem Sozialsystem. Hier nochmal ein Zitat von Friedrich Merz, der sagte ja im Sommer: Wir brauchen Einwanderung in die BRD, in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig müssen wir aber auch die irreguläre Migration in die Sozialsysteme weiter begrenzen. Wie berechtigt diese Befürchtungen sind, steht aber nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Bei den Geflüchteten, die 2015, 2016 nach Deutschland kamen, gibt es eigentlich eine ziemlich positive Entwicklung. Nur noch 40% beziehen Sozialleistungen. Viele davon sind aber gar nicht arbeitslos, sondern sogenannte Aufstocker. Also sie haben bereits einen Job und bekommen wegen ihrer niedrigen Löhne Zuschüsse. Diese Zahl allerdings sinkt und mehr als die Hälfte der Geflüchteten ist inzwischen erwerbstätig. Interessant ist auch, dass 70% der Menschen mindestens auf Fachkraftniveau tätig sind oder darüber. Das hat eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ergeben. Viele hätten nach ihrer Flucht in Deutschland eine Ausbildung gemacht oder seien zur Schule gegangen. Ja, und dann gibt es auch noch ein viertes großes Problem, was so ein bisschen das Resultat aus allen vorherigen Problemen ist. Die Stimmung in der Bevölkerung kippt allmählich. Es gibt verschiedene Umfragen zu diesem Thema, unter anderem eine des ARD-Deutschland-Trends vom September. Diese zeigt, immer mehr Menschen in Deutschland sind skeptisch gegenüber Zuwanderung. In der Umfrage gaben 64% an, mit Zuwanderung eher Nachteile zu verbinden.
Nur jeder Vierte sagte, Deutschland habe durch Zuwanderung eher Vorteile. Ebenfalls 64% der Befragten sprachen sich dafür aus, dass Deutschland weniger Geflüchtete aufnehmen soll. Wohin so eine aufgeheizte Stimmung führen kann, auch das haben wir 2015, 2016 schon gesehen. Nachdem zunächst viel Hilfsbereitschaft herrschte, sahen wir dann später auch Bilder von Menschen, die etwa gröhlend vor irgendwelchen Flüchtlingsbussen standen. Es gab fremdenfeindliche Bewegungen wie Pegida oder den Erfolg rechter Parteien wie der AfD. Und nicht zuletzt auch Gewaltübergriffe gegenüber Flüchtlingen waren zu dieser Zeit keine Seltenheit. Auch jetzt berichten Medien bereits immer wieder von ersten Anzeichen dieser Art. Hier exemplarisch mal ein Beispiel von der Schwäbischen Alb. In einem Dorf sollten 40 Geflüchtete untergebracht werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner waren derart wütend über diese Entscheidung, dass der Landrat bei einer Gemeindeversammlung regelrecht niedergeschrien wurde. Ja, all diesen Problemen allerdings, und das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, steht ein nicht ganz unwichtiger anderer Faktor gegenüber. Und zwar, dass wir Migration eigentlich dringend brauchen. Zumindest dann, wenn es diesem Land auch in ein paar Jahren oder Jahrzehnten noch gut gehen soll. Die Wirtschaftsweisen zum Beispiel forderten im Sommer sogar mehr Zuwanderung statt weniger. Zitat: Deutschland braucht 1,5 Millionen Zuwanderer im Jahr, wenn wir abzüglich der beträchtlichen Abwanderung jedes Jahr 400.000 neue Bürger haben und so die Zahl der Arbeitskräfte halten wollen, sagte die Ökonomin Monika Schnitzer der Süddeutschen Zeitung. Deutschland brauche dringend eine Willkommenskultur. Damit meint Schnitzer auch die Behörden, die Einwanderer nicht abschrecken, sondern einen besseren Service bieten sollten. Auch das Institut der deutschen Wirtschaft warnt: Kommen keine Arbeitskräfte aus dem Ausland, könne das bald zum Problem werden. Und das vor allem in Ostdeutschland. Ausländische Arbeitskräfte sind unentbehrlich für das Gelingen des Strukturwandels und der Bewältigung des demografischen Wandels, heißt es vom Institut. Um das Potenzial der ausländischen Fachkräfte in Ostdeutschland zu heben, bedarf es guten Bleibeperspektiven für Ausländerinnen und Ausländer und einer generellen Willkommenskultur. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sagte kürzlich der Rheinischen Post: Wir brauchen dringend mehr Fach- und Arbeitskräfte. Wir alle spüren es mittlerweile in unserem Alltag. Man brauche zwar eine bessere Steuerbarkeit, wer ins Land kommt und dass die, die nicht bleiben dürfen, zügig wieder gehen müssen. Nur wenn jemand jetzt schon seit einiger Zeit hier ist, sollte die Devise doch sein: Raus aus dem Sozialsystem, rein in die Beschäftigung, damit Flüchtlinge möglichst selbst ihren Lebensunterhalt verdienen und ihren Beitrag zum Gemeinwesen leisten können. Die ersten Schritte dafür sind zumindest getan. In diesem Jahr hat die Bundesregierung das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Damit sollen Menschen schneller und unbürokratischer in Deutschland arbeiten können. Ja, und in dieser Woche gab es tatsächlich auch Entscheidungen zum Thema Flüchtlinge. Auf einem Gipfel haben sich Bund und Länder auf verschiedene Maßnahmen geeinigt, um die Situation für alle Beteiligten zu verbessern. Über allem steht aber der große Plan: Es sollen weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Bei dem Gipfel wurden unter anderem finanzielle Entscheidungen getroffen. Vom kommenden Jahr an zahlt der Bund für jeden Asylantragsteller eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro und nicht mehr eine jährliche Gesamtsumme von derzeit rund 3,7 Milliarden Euro. Die staatliche Unterstützung für Asylbewerberinnen und Bewerber wollen Bund und Länder deutlich kürzen und nach Möglichkeit auf Sachleistungen umstellen. Wenn sich Asylverfahren lange hinziehen, bekommen Asylbewerberinnen und Bewerber künftig bis zu 36 Monate lang die vergleichsweise niedrigen Unterstützungssätze nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bislang wurden die Bezüge schon nach 18 Monaten etwa auf die Höhe der regulären Sozialhilfe angehoben. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP schrieb dazu auf X: Diese Kürzungen könnten zu Einsparungen in Höhe von 1 Milliarde Euro führen. Dadurch werde auch die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats reduziert. Beim Gipfel wurden auch noch ganz andere Dinge besprochen. Unter anderem sollen Gespräche mit Herkunftsstaaten intensiviert und Migrationsabkommen geschlossen werden. Asylverfahren sollen nach mindestens 6 Monaten abgeschlossen sein und Asylbewerberinnen und Bewerber verstärkt auch für gemeinnützige Arbeiten eingesetzt werden. Und diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, die sollen schneller gehen. Insbesondere bei Menschen aus Staaten mit einer Anerkennungsquote von weniger als 5% soll das Asylverfahren in 3 Monaten abgeschlossen sein. Ja, und das ist grob zusammengefasst die aktuelle Lage in Sachen Migration. Wir sehen,
es ist kompliziert. Viele Kommunen sind an der Belastungsgrenze, vielerorts kippt die Stimmung bereits und gleichzeitig brauchen wir aber auch Migration. Und jetzt muss man wahrscheinlich zwischen diesen beiden Konfliktlinien irgendwie eine Balance finden. Ja, und das war unser RND erklärt zum Thema Migration. Aktuelle Nachrichten zu diesem Thema findet ihr immer beim Redaktionsnetzwerk Deutschland auf rnd.de. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr ein bisschen was gelernt habt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und ihr könnt natürlich auch diesen YouTube-Kanal hier abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Das war's für heute, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.